Eine Legende sagt, dass Jorvik ein toter Felsen im kalten Meer war, bis ein Stern vom Himmel fiel und die Wasseroberfläche in Wallung brachte. Durch den Aufprall des Sterns entstand ein schwaches Leuchten, aus dem ein Mädchen auf einem Pferd hervortrat. Sie ritt behutsam über das Wasser und beruhigte die Oberfläche. In ihrer rechten Hand trug sie ein Licht. Das Mädchen ritt auf ihrem Pferd zur toten Insel und stellte das Licht in ihre Mitte. Sofort sprühte das pure Leben aus dem Fels und der einst so kalte und dunkle Ort wurde warm und hell. Jorvik hatte immer eine spezielle Verbindung zu seinen Pferden und manche behaupten, dass sie die Seele der Insel sind. Du bist nach Jorvik gekommen, um den Sommer in den Moorlandstellen zu verbringen, wo du dich um dein eigenes Pferd kümmern wirst. Nach dem Sommer hast du große Hoffnung darauf, an Jorviks Hippologischem Institut angenommen zu werden, was bedeuten würde, dass du auf der Insel bleiben könntest und dein Leben voll von Abenteuern und Pferden wäre. Die Legende besagt, dass in Zeiten der Verzweiflung und Dunkelheit ein weiteres Mädchen die Insel auf dem Rücken ihres Pferdes retten wird. Bist du dieses Mädchen? Ja, und damit auch herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play auf Zap. Und zwar, Hilfe, die Musik ist noch so laut. Und zwar wurde sich das vor einiger Zeit schon mal gewünscht, dass ich mal Star Stable spiele. Das hier ist übrigens mein Charakter, den ich schon erstellt habe. Ich muss hier jetzt erstmal zusehen, dass das hier alles ein bisschen leiser wird. So, das reicht jedoch voll und ganz. Grafikqualität voll auf. Und ich hoffe, es nimmt noch weiter auf. Ja, tut er. Cool. So. Und das Ganze werde ich dann jetzt auch mal spielen. Allerdings nur als angezockte Reihe. Also ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie lange das Spiel sich überhaupt zieht. Außerdem müsste ich, um alle Features zu zeigen, das Ganze auch abonnieren. Das muss man nämlich abonnieren, um alles nutzen zu können. Um ein sogenannter Star Rider zu werden. Und das habe ich jetzt gerade nicht vor. Aber ich rede jetzt hier mal mit Justin Moreland. Die linke Maustaste. Okay, ich drücke doch die linke Maustaste. Aha. Hallo, du musst Dina sein. Ich bin Justin. Schön, dich kennenzulernen und willkommen in den Moorlandstellen. Mein Vater und ich leiten diese Stelle. Sind sie nicht fantastisch? Gerade ist alles etwas hektisch. Herr Campbell, der böse Chef des GID-Unternehmens, macht alles, um uns hier zu vertreiben, damit er Luxuswohnungen bauen kann. Wir versuchen immer noch herauszufinden, was wir machen können, um ihn aufzuhalten. Aber er ist schlüpfriger als ein Aal. Aber vergiss das. Du bist neu hier und ich will dir nicht deinen Sommer verderben. Da drüben ist Morningstar, welches diesen Sommer dein Pferd sein wird. Warum reitet ihr nicht mal kurz aus, um euch ein bisschen kennenzulernen? Geh und sprich mit Mary vor dem Stall im anderen Garten, wenn du fertig bist. Ich glaube, sie weiß, wo Jenna, das Stallmädchen, ist. Ja, nehme ich doch direkt mal an. W oder Pfeil nach oben, um zu beschleunigen. S oder zum Verlangsamen. Ja, das Typische. Ach, Mausrad funktioniert auch, okay. Und X halten, um anzuhalten. Geht es auch, wenn ich ganz schnell bin, sonst mache ich hier mal einen Blitzstart. Naja, Blitzstart. Tatsache, es funktioniert. Und hier sind auch schon die anderen Reiter. Ui, das da ist ja hübsch. Die sprechen ja sehr komisch, muss ich hier sagen. Hallo, ich bin Mary. Schön, dich kennenzulernen, Dina. Wusstest du, dass ich die Moorlandstelle zum ersten Mal vor 5 Jahren besucht habe und seitdem jeden Sommer hergekommen bin? Es ist der beste Ort, um seine Ferien zu verbringen.
Im Moment arbeite ich ein wenig im Stall, um mir ein paar extra Jorvik-Schillinge dazu zu verdienen. Komm später wieder und dann habe ich ein bisschen Arbeit für dich, wenn du willst. Oh, noch eine Sache. Du kannst immer zum Stall zurückkehren, wenn du dich verirrst. Ruf einfach an und jemand wird dich abholen und ehe du dich versiehst, bist du wieder hier. Ach so, ich kann jetzt auch gleich eine neue Quest annehmen. Ich glaube, es gibt im Moment nichts für dich zu sehen. Du solltest mit Jenna sprechen, dem Stallmädchen, um ein bisschen mehr darüber zu erfahren, wie die Dinge hier in den Moorlandstellen ablaufen. Wende dich einfach Richtung Süden und du wirst sie sehen. Süden. Ist sie das da hinten? Oder ist sie das? Ah, stopp. Nö, einen Reitclub wollte ich jetzt eigentlich gerade nicht gründen. Ah, da ist sie. Hallo Dina, da bist du... Doch, Dina. Hallo Dina, da bist du ja. Ich habe auf dich gewartet. Mal gucken, was sie jetzt für eine Quest für uns hat. Mann. Ich muss sagen, du und Morningstar, ihr seid ein gutes Team. Als würdet ihr euch schon euer ganzes Leben kennen. Ihr werdet Großartiges erreichen, glaub mir. Normalerweise zeigt Herr Moorland neuen Besuchern die Stelle, aber zurzeit ist er sehr beschäftigt, also werde ich ihn vertreten. Ich weiß nicht, ob du von diesem schrecklichen Unternehmen GED gehört hast. Sie wollen diese ganze Anlage hier abreißen, um neue Häuser zu bauen. Störe Herrn Moorland nicht, außer wenn du musst. Er arbeitet sehr hart, um diesen schlüpfrigen Herrn Campbell zu stoppen. Aber genug davon. Obwohl ich eigentlich nur für die Stallpflichten verantwortlich bin, kann ich dir, glaube ich, trotzdem das ein oder andere übers Reiten erzählen. Bevor du aus den Toren herausreiten kannst, musst du mir erstmal zeigen, dass du sicher im Sattel bist. Hinter mir siehst du eine kleine Bahn, wo Stangen auf dem Boden liegen. Das nennt man Cavaletti und sollte genug sein, um zu beweisen, dass du die Grundlagen des Reiten beherrschst. Absolviere die Strecke und komm dann zu mir zurück. Machen wir das doch nochmal. Rennen startet. Drücke den Button, wenn du fertig... Ah, okay. Muss ich da jetzt nur drüber reiten? Ich kann doch gar nicht springen. So, jetzt will ich doch mal gucken, was Jenna dazu sagt, dass ich das so schnell beenden konnte hier. Das war super. Du hast die Cavaletti-Strecke toll gemeistert. Du und Morningstar habt toll als Team gearbeitet. Weiter so. Ich glaube, jetzt bist du bereit für ein wenig ernsthafteres Reiten. Und wie ich versprochen habe, darfst du jetzt galoppieren und außerhalb der Moorlandstelle reiten. Ich bin auf ein Level aufgestiegen. Achso, ich bin über das Handy drüber. Ich dachte, ich hätte einen Anruf. Dina, ich glaube, du brauchst etwas, das dich ein wenig mehr herausfordert. Die Cavaletti-Strecke war ja keine Herausforderung für dich. Vor dem Westtor ist die Koppel des Bobcat-Mädchenreitvereins. Geh dorthin und sprich mit Loretta. Was? Da fehlt was. Da müsste sie ist noch fehlen. Sie ist eine ihrer... Ach nein, sorry. Geh dorthin und sprich mit Loretta. Doch, sie ist eine ihrer besten Reiterinnen und immer nett und hilfreich zu Neulingen. Frag sie, wie die Wettbewerbe hier ablaufen und vielleicht lässt sie dich ja sogar den Bobcat-Mädchen beitreten. Das ist ein wirklich toller Reitverein. Okay.
Stopp. Stimmt, das ging auf X. Ach so, hier kann ich einkaufen, will ich jetzt aber gerade nicht. Hier hat auch ein sehr hübsches Schwert, das schwarze, das ich jetzt von hier nicht gescheit sehen kann. Das müsste sie sein. Ups. Was? Ja, ich bin Loretta und wer bist du? Nicht, dass es mich interessieren würde. Dina? Ist das dein Name? Also, das hört sich sehr, sehr hübsch und intelligent an. Oh je, Dina. Ich wette, der Name von deinem Pferd ist ganz genauso ätzend. Ich wette, es heißt sowas wie Puschelherzchen oder so. Morningstar? Ha, ich hatte recht. Also, was machst du hier eigentlich? Jenna hat dir gesagt, ich würde dir zeigen, wie wir uns hier messen. Toll. Weißt du was? Mir ist ehrlich gesagt gerade langweilig, also warum nicht? Du und Puschelherzchen können unsere Strecke hier auf der Koppel ausprobieren. Wer weiß, vielleicht bringt es mich zum Lachen. Anhand deines unglaublichen Tempos kann ich dir jetzt schon sagen, dass du es nie in den Club schaffen wirst. Dann probieren wir das hier mal mit dem Rennen. Ich wette, wir kriegen es sehr wohl hin. Ja, der Global Chat ist aktiviert. Es ist ja ganz schön, aber es interessiert mich gerade nicht so richtig. Ja, ich würde mal sagen, erfolgreich. Mal schauen, was die Gute jetzt dazu sagt. Jetzt immer noch so überheblich tut. Okay, das war nicht schlecht für einen Anfänger. Ich gebe zu, dass ich mein Pferd anfangs auch nicht gut unter Kontrolle hatte. Es wird alles besser, wenn du mehr Erfahrung sammelst und dir eine bessere Ausrüstung zulegst. Du wirst natürlich trotzdem nie ein Bobcat-Mädchen, so viel steht fest. Wer ist das hier? Hallo, ich bin Tan. Loretta hat dir gezeigt, wie man auf der Koppel reitet, aber ich werde dir jetzt mal zeigen, wie die Bobcat-Mädchen reiten. Das mag jetzt hart für einen Anfänger wie dich sein. Nimm dir Zeit, wenn du musst. Du bist ja immerhin kein Profireiter, so wie wir. Ich glaube zwar nicht, dass du jemals unsere Rekorde brechen wirst, aber du kannst es gerne versuchen. Pass auf die GED-Baustelle auf. Pferde haben Angst vor den Baumaschinen, also komm ihnen nicht zu nah. Okay, und schon wieder ein Rennen. Hier Baumaschinen, ich habe zwar noch gar keine gesehen. Das sah zumindest schon mal aus wie ein Vermessungsarbeiter oder so. Okay, ich habe jetzt natürlich bei weitem nicht in die Highscore geschafft, aber okay. Da ich ja seit eben erst dabei bin, komme ich damit auch so gerade eben noch klar. Okay. Das war nicht unbedingt fantastisch, aber du hast dich tapfer geschlagen. Du bist natürlich noch ewig weit von unseren richtigen Rekorden entfernt.
Du merkst ja, ob das schwierig oder langsam oder so war. Aber warte einfach, bis du und Morningstar mehr Zeit miteinander auf den Reitstrecken verbracht habt und du wirst sehen, dass Morningstar sehr viel schneller wird. Er wird wie ausgewechselt sein. Schraub deine Erwartungen nicht zu hoch, die Bobcat-Mädchen können nicht geschlagen werden. Falls du es trotzdem versuchen willst, kannst du es gerne machen, aber nur einmal pro Tag. Wir wollen nicht, dass solche Anfänger wie du unsere Reitstrecke ohne Grund aufwirbeln. Mann, sind die hochnäsig. Echt. Nee, Mama. Wie einen echten Reitverein. Hallo Dina, Justin sucht dich. Er braucht wahrscheinlich nur irgendeinen Neuling zum Stall ausmisten. Du findest ihn im Garten hinter dem Stall. Lass ihn nicht warten. Ein Moment bitte, eine Sache noch. Lass die Pfoten von Justin, er gehört mir und niemand wird je zwischen uns geraten. Nicht, dass es auch nur die geringste Chance gäbe, dass er sich jemals für jemanden wie dich interessieren würde. Eieiei, jetzt haben wir hier auch noch eine Liebesgeschichte oder was? Stopp, da komme ich nicht durch. Was ich ganz cool finde, muss ich sagen, ist, dass sie daran gedacht haben, das Geräusch einzufügen, was man auch sonst so zum Beruhigen vom Pferd nimmt. Dieses Brrrr. Das finde ich gut, dass sie das eingeführt haben. Dass das hier mit drin ist. Ganz ehrlich, nicht, dass mich Justin auch nur die Bohne interessieren würde. Mein Gott, ist der hässlich. Nee. Dina, da bist du ja. Ich habe nach dir gesucht. Ja, 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 ja. Ich habe was bekommen in einer Anfängerreitjacke. Was bringt die mir? Oh, stopp, stopp. Was bringt die mir? Passt ziemlich gut. Plus eins auf Springen und plus eins auf Pflege. Nur Pech, dass ich gar nicht springen kann. Weil ich ja kein Starrider bin. So. Hä? Warum hat er hier schon wieder ausgezogen? Schön, dich wiederzusehen. Ich hoffe, alle waren nett zu dir. Kümmere dich nicht um Loretta. Sie kann manchmal ein wenig unfreundlich sein, aber sie ist nett, sobald man sie näher kennt. Auch wenn das schwer zu glauben ist. Wie auch immer, ich wollte dir noch zeigen, wie du dich um dein Pferd kümmerst. Lass uns damit anfangen, alle Werkzeuge zu besorgen, die man braucht. Ich möchte, dass du mir eine Bürste zum Striegeln bringst, einen Hufkratzer, um die Hufe in Form zu bringen, etwas Heu zum Essen und einen Eimer Wasser für Morningstar. Bringe all diese Sachen zu mir und ich werde dir zeigen, wie man sie benutzt. Ach so, muss ich die annehmen. Okay. Ah, hier ist es. Hier liegen die Sachen rum, kann ich auch irgendwie... Ich glaube, ich bin jetzt hier schneller, wenn ich kurz vor Morningstar absitze. Übrigens, vielleicht weiß jemand von euch, an was der Name angelehnt ist. Und zwar an ein Spiel, was schon doch ziemlich alt ist. Es war mein erstes Computerspiel von meinem eigenen ersten PC. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ach, wie, das war schon. Und zwar war es von Riding Star. Hey. Da hieß nämlich die Protagonistin hieß Sarah Green und das Pferd hieß Morningstar. So, aber weiter hier im Text. Ja, das sind die Werkzeuge, die du brauchen wirst. Gut gemacht. Also, lass uns anfangen. Das ist, was du machen musst. Steige von deinem Pferd und öffne deinen Rucksack. Wende nacheinander die Werkzeuge an Morningstar an. Sobald du das gemacht hast, wird sich dein Pferd besser fühlen und glücklicher werden. Wenn du das jeden Tag machst, wird dein Pferd bald so glücklich sein, dass du feststellen wirst, dass es schneller rennt. Wenn du Morningstar allerdings vernachlässigst, wird es bald sehr traurig werden und schlechtere Leistungen abliefern. Ein verantwortungsbewusster Reiter würde es allerdings nie so weit kommen lassen. So machen wir das in den Moorlandstellen. Okay.
Ein Rucksack. Okay, anwenden. Wären Pferde doch nur in echt mal so schnell so sauber. So, ein bisschen Wasser. Nein, da ist kein Abstiegsbutton. Das habe ich nämlich eben schon gemacht. So schlau war ich nämlich schon. Haha. So, und Hufe auskratzen. Wie? Nur eine? Gut gemacht, Dina. Hör zu, wir brauchen immer Hilfe mit unseren Pferden hier in den Moorlandstellen und ich weiß, dass ich dir mit unseren Tieren vertrauen kann. Schau dir die Tafel beim Stall an und sieh, was zu tun ist. Die Tafel wird jeden Tag aktualisiert, also gucke regelmäßig nach. Oh, ich habe fast vergessen, dir zu sagen, dass ich mit meinem Vater Thomas gesprochen habe und er mir gesagt hat, dass er dich sehen will. Ich habe ihm erzählt, was für einen tollen Job du machst und ich glaube, das hat seine Aufmerksamkeit erregt. Er möchte dich etwas sehr Wichtiges fragen. Er wollte ihm allerdings nicht verraten, um was es geht. Ich konnte aber in seinen Augen sehen, dass es sich um etwas Großartiges handeln muss. Mein Vater arbeitet normalerweise im westlichen Teil des Stallgartens. Okay. Der westliche Teil des Stallgartens. Dann begeben wir uns doch mal dahin. Aber erst in der nächsten Runde. Wir sind nämlich am Ende dieser ersten Folge angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, könnt ihr natürlich gerne ein Abo dalassen, damit ihr weder von Star Stable noch von irgendeinem anderen Let's Play hier eine Folge verpasst. Und wie immer freue ich mich über alle möglichen Kommentare hier unter dem Video. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!